Ein hungriger Blattkäfer. Ein sehr kleiner. 3 bis 4 Millimeter. Ja. Und doch gefräßig, wenn man am Blattrand sieht. Aber ein hübscher kleiner Kerl. Ja, das Bummelig. Man sagt ihnen auch Fallkäfer. Der gefallene Käfer. Ja. Bei Gefahr lassen sie sich fallen. Also, sehr gemächlich, wie er frisst. Und das speziell? Der ist speziell, das ist ein Schmetterling, ein Hornklee-Glasflügler. Ist schon speziell. Ja. Und sie sind eigentlich arm, sie können keine Nahrung aufnehmen, weil ihr Rüssel ist verkrümmt. Also dann ist ihre Lebenserwartung nicht sehr hoch. Nein, nur für die Paarung. Und diese Kleine hier? Eine Bohrfliege. Man sieht immer diese hübschen Augen, he? Ja. Verschiedene Farben. Ja. Und sie ist auch eigentlich sehr elegant. Ja. Und sie haben auch immer eine ganz spezielle Zeichnung auf den Flügeln. So, damit man sie unterscheiden kann. He? Ja, aber sie haben selten deutsche Namen. Es sind immer ganz schwierige lateinische Namen. Warum Bohr? Ist das Niels Bohr, der Chemiker, oder? Das weiß ich nicht. Oder ist das Element Bohr? Oder? Ja, es gibt Arten, die richten Schaden an in der Landwirtschaft. Vielleicht wegen dem. Ein Bohrer. Weil sie die Früchte anstechen. Aber das ist ein Weibchen mit dem Legebohrer, oder? Ja, also die Larven werden wohl die Schädlinge sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Sie hier hat einen Saugrüssel. Ja. Ja, und das ist eine Blauflügel. Eine gebänderte Prachtlibelle. Gebänderte Prachtlibelle? Ja. Es gibt aber noch die Blauflügel. Es gibt noch die Blauflügel, ja. Und da ist der ganze Flügel blau. Da. Genau, ja. Und das ist ein Männchen auf Brautschau. Sie leben ja am schwach fließenden Gewässer. Ja, das brauchen sie zum Überleben, ja. Um die Larven dort unterzubringen. Ja. So, wo ist die Dame? So eine schöne Libelle. Ja, sehr hübsch. So metallisch. Ja. Aha, ich denke, er sieht etwas. Ja, sehr interessiert. Und in Lauerstellung. Hübsch die Flügel. Ja. Sie haben auch gerne einige eigene Reviere und sie machen auch Revierkämpfe. Die Männchen. Ja, das sieht man, sie schwirren manchmal so herum. Das ist die Dame. Und sie reibt sich die Augen, sie hat das schöne Männchen gesehen, nehme ich an. Ja, sie macht sich hübsch. Ja. Mit ihrem Hinterteil signalisiert sie, sie will sich verpaaren. Sie pocht darauf. Und er muss sich das überlegen. Schon sehr unterschiedliche Männchen und Weibchen. Ja. Einfach hübsch machen.
Und da, es hat funktioniert. He? Ja. Das Männchen hat sie hinten am Kopf, im Genick, gepackt. Sie ist richtig aufgehängt. Ja. Und man sieht auch, sie ist eigentlich jene, die das Sagen hat. Sie hält ihren Flügel fest, seinen Flügel fest. Mhm. Sie möchte offenbar kein Geflatter um den Kopf. Weißt du noch, wie lange das gedauert hat? Nicht sehr lange. Nicht sehr lange? Nein, das waren so vielleicht 3-4 Minuten Maximum. Okay. Nicht einmal. Ich glaube, ich habe da durchgefilmt. Ja. Ja, das war viel weniger, ja. Das Männchen hat aufgegeben. Aha. Sie ist nicht zufrieden. Ja, da muss mehr her. Wo ist dieser Kerl? War er das alles? Er ist abgehauen. Ja. Das reicht nicht. Na gut, dann wartet sie auf den nächsten. Ne? Ja, das ist ein abrupter Wechsel. Eine Wolfsspinne. Und sie trägt ihren Eikoko. Am Hinterteil, das runde Ding. He? Ja. Ja, man sieht den Wolf nicht so richtig, vielleicht. Hält sie manchmal den Mond an oder so, aber hier ist der Wolf nicht zu erkennen. Ja gut, aber von der Farbe her. Ja. Und sie ist irgendwie haarig. Und hat einen Bart, einen Daumenbart, oder? Mhm. Aber man sieht sie noch viel. Ja, sie sind bei uns ziemlich häufig. Häufig, ja. Das ist noch ein Männchen von einer Schlupfwespe. Ein hungriges. Und eine Ameise. Zum Filmen sind sie immer etwas schwierig. Sie sind immer in Bewegung. Man kann nicht so richtiges stabilisieren. Ne? Ja, sie sind immer sehr nervös. Wenn man etwas stabilisiert hat, dann ist sie schon beim nächsten Blütenzweig. Ja, das war's. Bis später. Bis dann.